Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum nun dritten Teil Studiobau. Ich will heute ein bisschen über das Thema Bauakustik reden. Also sprich, was kann man schon ohne das Aufstellen eines Akustikmoduls oder also eines Absorbers, Diffusors, whatever, machen, damit der Raum ordentlich klingt. Oder besser klingt. Und da gibt es eigentlich ein großes Ding, ein großes Thema, das man dann versucht zu vermeiden und dann ist erstmal aus der Situation alles cool. Und das böse Wort heißt in dem Fall parallele Wände. Das heißt, wenn ich vermeide, dass einfach zwei Wände im 180-Grad-Winkel, also parallel zueinander sind, ist alles cool. Sprich, wenn ich 90-Grad-Winkel vermeide, ist auch alles cool, weil über die parallelen Wände bildet sich die erste stehende Welle, dann über 90 Grad Winkel die zweite und so weiter. Das heißt, vermeide ich das, mache ich meinen Raum schon mal im Bassbereich deutlich aufgeräumter. Und was man da wirklich am besten machen kann, ist Chaos-Prinzip. Also ich rede jetzt bewusst vom Aufnahmeraum. Achtung, Regieraum würde ich jetzt anfangen zu erzählen, dass der symmetrisch sein soll. Das Regieraum kommt noch in einem anderen Video. Es geht heute rein um den Aufnahmeraum. Und da hilft wirklich das Chaos-Prinzip. Natürlich kann ich mit Symmetrien arbeiten, ganz klar, solange ich eben nirgends parallel werde. Aber Chaos-Prinzip ist, würde ich mal sagen, in den meisten Fällen angebracht, weil der Schnitt ist selten so, dass es was bringt, da irgendwie symmetrisch zu werden, siehe auch unser Plan. Ich pack den euch einfach mal kurz auf den Bildschirm. Das ist unser Bauplan. Ich hoffe, ihr könnt den so ein bisschen erkennen. Das ist gestrichelte, das Graue, das sind Balken an der Decke, die da ein bisschen tiefer hängen, die waren für uns wichtig. Und das Rohr ist da auch noch eingezeichnet. Das ist deswegen wichtig, weil wir noch überlegt hatten, ob wir die Decke auch sogar variabel machen und sogar die anschrägen, aber wir haben es sein lassen. Ich erkläre es euch, ich fange einfach mal vorne an. Wir haben lange, lange geguckt, wie können wir den Raum aufteilen, dass wir möglichst wenig Platz verschenken. Weil was man natürlich tut, wenn man so eine Wand anschrägt, ist, man verliert Platz. Schaut euch zum Beispiel die Ecke unten links an. Da ist unser Regiefenster, da bei den 3,5 Meter, 3,9 Meter. Das ist fast ein Quadratmeter Fläche verschenkt. Beziehungsweise auch oben rechts, das ist auch locker ein Quadratmeter, den wir da verschenkt haben. In der anderen Ecke haben wir dann einfach die Kabine hingepackt. Die sorgt jetzt in dem Fall dafür, dass wir nichts vergeuden, aber die Wände schief und krumm kriegen. Die lange Wand haben wir dann einfach gerade gelassen und die gegenüber einfach schief gemacht, da wo dann auch das Fenster drin ist und die Türe. Und das gleiche mit der Wand ganz links. Das heißt, wir haben einfach versucht, an den langen Seiten keine Fläche zu verlieren, sondern die dann quasi an den kurzen die anzuwinkeln. Wir hatten dazwischen drin auch Zickzackmuster noch an der langen Wand und so ein Zeug. Das hat uns aber alles zu viel Platz gekostet und deswegen sind wir so geblieben. Das ist komplett Chaos, da ist kein Winkel ausgerechnet, nachgedacht, sondern er ist einfach gezogen. Im Prinzip habe ich das alles erstmal mit dem Lineal gezogen und dann gemessen. Deswegen auch die krummen Metermaße. Das ist halt so das Prinzip, nachdem wir da vorgegangen sind. Und das kann ich euch tatsächlich auch empfehlen. Das lohnt sich. So, und dieses alles krumm und schief macht es natürlich dann auch schwierig, das Ganze zu bauen. Das gebe ich schon ganz ehrlich zu. Es ist sehr, sehr tricky, die Wände da so hinzukriegen, weil man hat ja, es ist ja nicht einfach 90 Grad Winkel, so zack, nächste Wand dran, fertig. Sondern ja, man muss ja so ein bisschen seinen Weg finden. Wir haben ihn jetzt, denke ich, gefunden, indem wir so Einzelmodule bauen, die dann einfach hoch an die Wand pappen. So machen wir das jetzt. Da müsst ihr halt einfach ein bisschen kreativ sein. Gerade auch die Gesangskabine war sehr lustig, da den Rahmen hinzubauen, einfach weil du ja nichts hast, woran du dich festhalten kannst. Wenn du einfach so ein Rechteck machst, dann kannst du das ja zwischenstabilisieren. Aber konnten wir nicht, weil es ist ja alles irgendwie und Zeug und war sehr spaßig.
Dazu kommt auch, was man machen kann und was auch wir gemacht haben, ist Zonen zu bauen. Sich schon von vornherein klar zu sein, wow, ich könnte da was nutzen. Jetzt in unserem Fall ist es rechts so ein bisschen eine Drum-Ecke. Das haben wir wie Akustik so auch gesagt, deswegen sind da auch Special Module und ein bisschen mehr Module drin. Zeige ich euch im nächsten Video. Das kann man natürlich auch schon von Seiten der Bauakustik machen. Sprich, ich mache den Raum ein bisschen kleiner, ich mache ihn ein bisschen niedriger und so weiter. Oh, Decke. Decke ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, weil Decke ist halt wirklich meistens flach. Es sei denn, man hat Höhe. Wenn man keine Höhe hat, so wie wir sie nicht haben, ist man wirklich gezwungen, die Decke flach reinzubauen und dann mit Paneelen zu arbeiten. Wenn ihr aber mehr als 3 Meter Deckenhöhe habt, kann ich euch nur empfehlen, die Decke schief zu machen, weil das ist einfach die erste parallele Fläche und das macht Flatterechos ohne Ende. Die könnt ihr loswerden, indem ihr einfach eure Decke auch noch anschrägt. Also einfach ein bisschen flupp, so nach oben. Ist tricky zu bauen. Wir hatten das in unserem kleinen Aufnahmeraum, hatten wir das gemacht. Das ist echt nicht einfach, sowas zu bauen, eine Decke schief zu bauen. Aber es lohnt sich, weil die Akustik ist nachher deutlich angenehmer. Ja, ich packe euch ja auch schon das ganze Video über einfach ein paar Bilder mit dazu. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, was wir so machen. Wenn ihr konkrete Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Beantworte ich sehr gerne und ich halte euch auch auf dem Laufenden, was den Bau macht. Das übrigens ein wenig exklusiver auf Patreon, nur so nebenbei noch Schleichwerbung gemacht. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben und auf Abonnieren geklicke. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, mein Au. Ciao mit Au, genau. Ich wollte gerade tschö mit Ö, dann ist mir aber das Au und deswegen jetzt ciao mit Au.